die Nationalelf bei uns in der Arena, Profis, die Kinder trainieren und Anton als Schiri. Das war eine ganz schön ereignisreiche Länderspielpause. Trotzdem freuen wir uns natürlich, dass die Bundesliga wieder losgeht. Es geht nach Leipzig am Wochenende. Zugegebenermaßen Auswärtsfahrten, an die wir nicht ganz so tolle Erinnerungen haben. Aber wir haben einen in unseren Reihen, der hat ziemlich gute Erinnerungen an Leipzig-Spiele im Mainz 05-Trikot. Danny da Costa war bei uns zum Interview und wir haben mit ihm über die Entwicklung der Mannschaft und unseren kommenden Gegner gesprochen. Jeder spürt, dass wir im Moment in einer ziemlich guten Phase sind. Die Mannschaft fühlt sich gut, wir sind alle gut drauf. Ich denke, die Pause hat insofern gut getan, dass man Spieler hatte, die mit den Nationalmannschaften erfolgreich waren. Das ist ja auch immer mal eine schöne Sache, dass du Spieler hattest, die jetzt die Zeit einfach genutzt haben, um vielleicht noch ein bisschen runterzufahren, die Akkus nochmal aufzuladen und für den Schlussspurt. Man hat gestern gleich wieder gemerkt, mit wie viel Engagement die Truppe beim Training war. Man hat jetzt die Saison, sag ich mal, zu zwei Dritteln gespielt und aktuell, finde ich, haben wir meiner Meinung nach zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entwicklung genommen, speziell seit der Winterpause. Wir hatten ja in der Hinrunde oftmals das Problem, dass wir genau diese engen Spiele eben nicht für uns entscheiden konnten. Und das, finde ich, machen wir in der Rückrunde deutlich besser. Und das hängt, finde ich, viel damit zusammen, dass wir einfach dieses Bewusstsein jetzt entwickelt haben, dass jede Aktion spielentscheidend sein kann. Grundsätzlich finde ich, das einfach so ein Mentalitätsding, was bei uns jetzt reingekommen ist, dass man in jedes Spiel geht mit dem ganz klaren Willen, das Spiel zu gewinnen, völlig egal, wer jetzt auf der anderen Seite steht. Und das, finde ich, ist eine super Entwicklung und die, hoffe ich, behalten wir uns bei jetzt eben für das letzte Drittel. In erster Linie können wir mal festhalten, dass die Unentschieden zu sehr großen Teilen uns selbst einfach zuzuschreiben, denn jetzt nicht auf dem Feld standen und uns gedacht haben, wir werden komplett hergespielt. Und ich finde, das ist dann auch ein entscheidender Unterschied, dass dann eben nicht heißt, okay, wir hatten jetzt 4 Siege und die 2 Spiele danach wurden wir komplett überrannt und waren noch einfach hoffnungslos unterlegen, sondern dass man einfach gesehen hat, okay, wir müssen in jedem Spiel wirklich an unsere Grenzen kommen, um Spiele zu gewinnen. Und auch wenn wir mal in Rückstand geraten, sind wir trotzdem in der Lage, das Spiel noch zu drehen oder zumindest einen Punkt zu holen. Und ich glaube, das ist eine Sache, das haben wir jetzt über die Saison, das sind ja da immer gefestigter geworden, immer stabiler. Man hat immer mehr das Gefühl, dass man bis zur letzten Sekunde eben daran glaubt, noch Punkte zu holen. Und wenn wir uns das beibehalten, dann denke ich, können wir trotz der beiden Unentschieden mit sehr breiter Brust jetzt in die nächsten Spiele gehen. Die Mannschaft auch erst an dem Freitag kennengelernt und dann am Samstag mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen worden. Der Einstand ist mir damals ganz gut geglückt. Die Mannschaft hat es mir sehr einfach gemacht und es war irgendwie von der ersten Minute ein ziemlich cooles Gefühl, einfach auf dem Platz zu stehen. Man hat wirklich gemerkt, das, was wir jetzt eben auch wieder drin haben, so jedes Spiel gewinnen wollen, sich in alles reinwerfen, überzeugt davon sein, von dem, was man tut. Das war damals direkt spürbar und das ist eigentlich bemerkenswert, wenn man bedenkt, in welcher Situation man damals war. Denkt man gelegentlich schon gern mal dran zurück, vor allem jetzt, wo es wieder quasi vor der Tür steht, das Spiel. Dadurch, dass wir das letzte Spiel verloren haben, gehe ich mal davon aus, dass wir mit einer Menge Wut im Bauch gegen uns antreten werden, das natürlich wieder gerade rücken wollen. Was man immer weiß von Leipzig ist, dass sie halt eine Mannschaft mit sehr viel Qualität, eine Mannschaft ist, die sehr viel darauf bedacht ist, eine hohe Intensität zu fahren, dass es vielleicht unterschiedlich zu anderen Mannschaften ist, dass sie einen sehr direkten Weg zum Tor haben, dass da nicht viel der Ball laufen gelassen wird hintenrum, sondern sehr zielstrebig gespielt wird. Ich denke, wir brauchen es, was intensive Spielweise betrifft, auch nicht verstecken. Das ist auch eine unserer Stärken. Wir sind eine Mannschaft, die sehr laufbereit ist, die sehr viele Sprints zieht, die sich in jeden Zweikampf wirft, in jedes Duell sich für keinen Zweikampf zu schade ist. Was auch schon meiner Meinung nach eine unserer Stärken geworden ist, dass wir es auch immer besser hinbekommen, sehr schnörkellos und auch zielstrebig nach vorne zu kommen und unsere Torchancen zu erarbeiten. Das wird am Wochenende auch sehr gefordert sein von uns, dass wir uns da nicht irgendwie verzetteln und die Leipziger zu ihrem Pressing einladen, indem wir das Spiel langsam werden lassen. Eine schwierige Aufgabe, aber ich denke, gerade solche Aufgaben machen einen und doch irgendwo am Ende des Tages besonders viel Spaß. Nicht nur unsere Profis, auch unsere U19 hat gerade einen richtig guten Lauf. Halbfinale im DFB-Pokal, Halbfinale in der Deutschen Meisterschaft. Die Jungs können in den nächsten Wochen Historisches schaffen. Und daran maßgeblich beteiligt ist natürlich auch der Trainer Benny Hoffmann. Und der hat jetzt verlängert.
Weil Mainz 05 einfach ein geiler Verein ist. In einem Wort, Familie. Das merkt man jedes Mal, wenn man hier auf die Arbeit kommt. Wir kriegen es jetzt in den Finalspielen mit. Man kriegt Unterstützung aus jedem Bereich des Vereins. Und das macht für mich ja irgendwie auch eine Familie aus. Zuerst erstmal überhaupt dieser Staffelsieg, die Süddeutsche Meisterschaft zu gewinnen, das war schon was sehr Besonderes. Und dieses Erreichen des Halbfinals, ich habe es gerade gesagt, ist wirklich ein Punkt, den man in seiner Karriere eigentlich nur zweimal erreichen kann im Junioren-DFB-Pokal. Und das ist eine tolle Meisterleistung und bis dahin schon auf jeden Fall ja, wirklich auch hoch anzurechnen. Aber jetzt wollen wir natürlich aber auch noch den nächsten Schritt gehen oder die nächsten Schritte gehen. Ich glaube, wir haben den perfekten Mix von Teamspielern und Einzelspielern, die auf einem Niveau sind, ein Spiel individuell entscheiden zu können. Und das gepaart mit einer Selbstlosigkeit, weil jeder auf dem Platz einfach versteht, dass es um die Mannschaft geht. Ja, am Ende haben wir die Möglichkeit, hier echt was Großes nach Mainz nochmal zu holen. Und einen Titel nach Mainz zu holen, ist, glaube ich, mal was ganz Besonderes, gerade auch für uns als NLZ. Und dass ja vielleicht unsere Fans da auf dem Weg die Jungs auch mal schon früher begleiten. Und ja, ich glaube, die Mannschaft hat genau das einfach auch verdient. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass so viele wie möglich natürlich kommen. Also Daumen drücken für die U19-Jungs und Daumen drücken für unsere Profis in Leipzig. Auf ein erfolgreiches Wochenende in der Ferne.